Jo, meine lieben Freunde, wir sind schon bei Part 13. Vielleicht der andere, der auch ein anderes Video gesehen hat, wahrscheinlich auch gefallen, dass ich hier genommen habe und dann unterbrochen habe, aus Zeitgründen. Ich habe in der Zwischenzeit die ganzen Dinge da eingesammelt, die ganzen. Rubine und alles, was da war. Ich weiß, Rubine hätte ich wahrscheinlich nicht gebraucht. Ich hätte nämlich schon 100, da habe ich schon noch umsonst aufgemacht. Ja. Ich habe euch ja, dass ich eigentlich vor der Tür stehen werde. Ich bin kurz dafür. Dann wollen wir mal diesen netten Endgegner machen. Oder? Hab ich eigentlich schon gesagt, weil ich meine, wie das ist. Ja. Eine Fee, ganz wichtig. Obwohl ich glaube, ich hätte sie eh nicht gebrochen. Ich wollte eigentlich nur die zwei Sachen. Ja, ich glaube, wir werden schon ohne Fehler schaffen. Na gut, los geht's. Das ist eigentlich auch voll kopiert. Ich finde, das ist voll recycelt, aber für ihn auch kein. Das ist ja nicht der Feuertank, sondern die Besonderhöhle. Der ist da auch von ganz tief runtergefallen und hat keinen einzigen Schaden bekommen. Das haben sie garantiert kopiert. Wenn man hier so wie ich so ungeschickt ist und getroffen. Okay. Ich habe immer einen falschen Test gedrückt. Wenn ich hier wieder wegen falschen Testen sterben würde, dann ist dieses Spiel echt. Das ist eigentlich doch nicht mehr. So. Ich habe die Ecke in die Ecke in die Ecke, da haben wir eine relativ gute. Der mich dafür auszieht. Ich habe Chance gehabt zu. Ich stehe mal zu technisch. Ich habe Chance gehabt. Und nur so ist es ganz einfach, wenn man es. Wenn man geht. Was für ein Fehler, also in meiner Ansicht. Ich kann jetzt nicht beschreiben, wenn ich wieder eine Ecke suchen, wo man in der Ecke suchen, die Alpen. Das war so. Ach, nee. Ich mach jetzt einen Feuersturm, ich muss abbauen. Viel Glück und hoffentlich ab! Amphibotanik irgendwie ist möglich. Ich will in die Ecke. Ich hoffe nicht, ob er jetzt den Ladeschuss macht, wenn ich was weglasse. Ich dachte, so eine dicke Schicht gemacht, weil man so Fehler hat. Wahrscheinlich ist das ein Halten, weil. Und so sieht es fast schon so aus, dass ich gezwungen bin, mein Fehler zu machen. Ich habe es noch ohne Fehler. Und wieder so Fehler. Naja, das will man schon erwarten von diesem Spiel, beziehungsweise besser gesagt von dieser Steuerung. Also
Es gucken ja eh nicht so viele, darum wird, denke ich mal, dass niemand das kommentieren wird, dass ich mir ein besseres Gamepad oder beziehungsweise eine Möglichkeit besser zu spielen oder so. Für die paar Leute, die meine Videos mal gucken, als Fertigung, das ist nicht anliegt, dass ich irgendwie unfähig sei, richtig zu steuern, ist wichtig. Das ist für ihn gewesen, aber ja, das bringt uns, oder? Denke ich. Zum Glück eine Fee diesmal. Könnte mir das hier bitte einer erklären? Ich gebe den einen Schaden, der geht ja runter, was soll das? Irgendwie vielleicht ein Spiel oder so. Denke ich jetzt einfach mal. Das kann ich mir gar nicht erklären, wie soll das denn gehen? Ich habe eigentlich schon fast gedacht, dass das halt so ein bisschen für der erste. Ich habe ja auch das woanders gespielt. Das war auch endlich. Ungewöhnlich, dass ich den Spiel runterlaufen muss. Ja, aber ich habe hier gerade geschafft. Bitte hatet nicht darum, was ich ein schlechter Spieler bin. Ich bin kein schlechter Spieler, es liegt nur an dieser meiner unförmigen Steuerung. Ich weiß es, jetzt sagt einer, du hast dich hier wahrscheinlich schon nicht verbessert. Ich habe sie verbessert, aber vielleicht immer nicht ganz rund. Aber trotzdem habe ich es geschafft. Auch voll schlechte Steuerung. Mag diesen Dach und drücke ich meistens immer noch Spiel 2 Tasten. Der Typ davor. Wieso müssen wir denn vorgehen, wenn wir eh das Schwert nehmen? Doch so unlogisch. Ja, das war ja irgendwie von Teich, der natürlich alles, so wie er durchgespielt. So, abgetroffen. Ich weiß nicht, ob wir es bis zum Dorf schaffen. Ich denke schon, dass wir es bis zum Dorf schaffen, bis zum Schloss. Oh, Spoiler. Mit Absicht. Nö, ich war so offensichtlich nicht schaffen. Ich habe mich in der ersten Sekunde immer gewundert, hey, was haben die denn mit diesem Schwert? Da hat er einer gesagt, ach, ich bin so cool. Ich habe noch 10 Minuten, wenn ich das weiß. Ich werde mich ganz schnell bekennen müssen. Ich bin noch viel schneller. Ich meine sogar, es geht gar nicht mehr. Es gibt irgendwie so ein Rätsel, das man von der anderen Seite lösen kann. Das ist ein nettes Spiel, sagen wir es mal so. Es ist kein Spiel, was in meiner Meinung nach spielerisch in der Time-Klasse mitspielt, oder in Link's Awakening, aber es ist ein nettes Spiel und verstehe nicht, warum die meisten Leute so schlecht finden. Ich finde es zwar in manchen irgendwie sogar besser, also es gibt so ein paar kleine Sachen, die ihren
Ja, jetzt wird wahrscheinlich wieder sagen, ich meine die Grafik, aber wirklich spielerisch gibt es ein paar kleine Sachen, die bei Link's Awakening schlechter ist als bei. Es gibt nur so ein paar ganz kleine, aber insgesamt ist im Gesamten ist es Link's Awakening viel besser als das. Also, ich habe mir extra nicht gespielt, weil ich finde, das ist so. Ich habe es nie ganz durchgespielt, daran liegt es wahrscheinlich. Ich habe immer so bis zum 7. Dungeon, glaube ich, geschafft. Da fehlt mir halt noch eins. Ich war immer zu faul, das letzte zu suchen. Das Telefon, das war Spoiler wieder ein bisschen egal. Das ist wieder ein bisschen Spoiler. So, heute von dem Video werde ich auch wieder so ein bisschen überziehen. Ja, ist mir auch egal. Ich muss jetzt ein Video überziehen. Bitte beschwert euch nicht darüber. Ich glaube, das geht das Lack zu schnell oder was. Ist ja auch immer so cool, wenn das passiert hat. Das fusioniert sich. Das ist cool. Oh, so ein Schwert. Ein Blick ist violett und ein rot. Muss ich doch nicht leben. So, ja, wo sind wir? Ich gehe noch nach draußen. Für euch hier. Aus, wenn ich bis auf dieses Video zu Ende. Hier mal mitgespeichern. Das ist jetzt auch ein bisschen eingeführt habe. Ich muss für euch jetzt richtig. So, wir sind draußen. Damit endet auch dieses Video. Danke wieder fürs Zuschauen. Und es tut mir leid, wenn ein paar Fehler aufgetaucht sind. Und ich sage einfach tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Lieblingschef. 100.